So, willkommen zu einer neuen Folge. Willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Wir haben nämlich eine Pizza entdeckt und nicht nur irgendeine Pizza, sondern eine, ja keine Ahnung, Humus Lovers Pizza. Das seht ihr hier, das steht hier, guckt doch mal, Humus Lovers Pizza neu von Garden Gourmet. Mit, keine Ahnung, was das überhaupt sein soll und was da drauf ist. Sieht auf jeden Fall sehr speziell aus. Sehr speziell war auch der Preis für 3,79 Euro oder wie die gekostet hat. Wir gucken die uns jetzt mal an. Ich nehme mal kurz die Kamera. Wir schauen nochmal gemeinsam drauf, was das sein soll, was da dabei steht. Hier, New natürlich, weil irgendwie alles Englisch ist. Since 1986, Garden Gourmet, Humus Lovers Pizza. Vegetarian, Proteins, Source of Protein, okay. Source of Fibre ist eine Ballaststoffquelle, Proteine und Ballaststoffe. Crunchy Crust, Wiss, Ott, Bran, ne? Mit Haferkleie. Ihr habt also einen Haferkleieboden oder wie auch immer. Sieht auf jeden Fall sehr merkwürdig aus. Wenn ihr die auch schon mal gesehen habt, schreibt es mal in die Kommentare. Die ist, glaube ich, aus dem Rewe-Markt. Und was haben wir jetzt hier? Hier sehen wir es nochmal. Oat Bran, Haferkleie, Sonderwoine. Ne? So sieht das also aus, der Boden. Und dann habt ihr den Belag. Wir haben hier Aubergine. Wir haben Spinatsauce. Achso, da, Spinat. Wir haben Auberginen, wir haben Spinatsoße, wir haben Kichererbsen, die liegen hier unten. Was haben wir noch? Wir haben Humus, das ist ganz wichtig, dass ihr der Erde am Start habt. Und Edamer-Käse, alles am Start, alles drauf. Sieht aber irgendwie richtig cool aus, gemacht so, finde ich. Hälfte Boden, Hälfte Zutaten, die daneben liegen. Ganz allgemein, okay, müsst ihr zubereiten. Richtig heftig. Ein edles Produkt, 390 Gramm von Nestle Wagner. Eine Pizza von Nestle. Das ist was Besonderes, das habe ich auch noch nicht gesehen. Die werden wir jetzt in den Ofen knallen und melden uns dann gleich zurück, wenn die fertig ist. Gucken mal, wie sieht die aus, beziehungsweise wir können sie erstmal so auspacken. Wie sieht die denn aus, wenn sie gefroren ist? Vielleicht erkennt man ja da schon, wo die Reise hingeht. Hat auf jeden Fall eine komische Form. Ist hier voll eingedrückt. Die liegt hier also so auf. Und dann habt ihr hier den ganzen Schmodder drauf. Aber hat einen richtig fetten Belag. Die geht richtig hoch, wie man sieht. Ich reiße jetzt mal die Folie hier ab. Alter, was ist das für eine Folie? Die Pizza hat sonst immer so eine richtig dünne Folie am Start, aber die ist einfach so richtig fett, ich glaube, die ist kugelsicher. Wie soll ich denn da durchkommen? Normal sticht man den Finger einfach durch und dann ist man drin. Oh. Ich schaff's nicht. Die Pizza ist zu schlimm, zu brutal. Die ist gut bewacht. Toll, jetzt ist hier die alte Ecke eingerissen. Gut, jetzt können wir es trotzdem aufmachen. Sehr schön. Ziehen das mal hier ab. Ganz behutsam, dass nichts hier rumfliegt. Gucken uns die an. Seht ihr das? Wie die belegt ist hier. Das ist alles 10.000 Meter hoch. Da habt ihr also, oh, das dampft richtig. Richtig, nee, es dampft gar nicht. Ich bin nur dumm. Das war eine Spiegelung da drin. Riecht auf jeden Fall sehr kräuterartig. Also, jetzt hättet ihr einen Kräuterdip von irgendwas, das ist bestimmt die Spinatsoße da drauf. Jetzt sieht es irgendwie so ähnlich aus, als hätte das eine Herzform, als würde das hier unten spitz gehen und der Rest so. Sind das Zitronen? Zitronen mit Schalen? Ne, keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall irgendwas Besonderes mit Kichererbsen, mit Humus, mit den Auberginen drauf. Die packen wir jetzt mal in den Ofen, gucken dann mal, wie die aussieht, wenn die wieder rauskommt. So, die Humus Lovers Pizza ist auf jeden Fall jetzt fertig. Ich habe die mal jetzt geviertelt. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber die dampft hier ein bisschen. Vielleicht, wenn ich das lang genug hier dran halte, beschlägt die Scheibe. Riecht immer noch sehr intensiv. Sehr kräutermäßig.
Ich bin gespannt, wenn das so schmeckt, dann ist es wirklich extrem gewöhnungsbedürftig. Ich zeige euch das jetzt auch nochmal hier von der Seite. Hier, was sagt ihr dazu? Sieht das gut aus? Sieht das nicht gut aus? Auf jeden Fall ist massig Belag vorhanden. Sieht auch, wie das schön alles hier zusammengeschrumpelt ist. Die Auberginen auch jetzt einfach hier aussehen wie sonst was. Einfach trocken. Na gut, es ist eigentlich gar nicht trocken. Eigentlich ist es alles total matschig. Sieht aber interessant aus, auch die Kichererbsen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das schmeckt. Würde mir aber trotzdem, ich glaube, selbst wenn es schmeckt, nicht nochmal so eine Pizza kaufen, weil die ist mir einfach echt zu teuer. Und dafür, dass ich wahrscheinlich jetzt eh nochmal Toastkäse drauf machen würde, um das nochmal zu verfeinern oder was anderes dazu essen, was ja eigentlich nicht Sinn und Zweck sein soll. Nehmen wir hier einfach so ein Stück raus. Es ist immer noch ultra heiß. Ich beiße einfach mal die Ecke ab. Der Boden ist auf jeden Fall auch interessant. Ist ja extra hier dieser Haferkleie-Boden. Wir beißen mal hinten nur in die Kruste, nur in den Boden. Also der Boden ist toll. Da kann ich wirklich nichts sagen. Der ist schön knusprig, aber gleichzeitig auch schön leicht zu durchbeißen. Sieht auch fluffig aus, wenn ihr das hier so seht. Also, das ist ein richtig toller Boden. Bringt auch einen einigermaßen eigenen Geschmack mit. Und wie das jetzt auf einer Salami-Pizza schmecken würde, das wäre bestimmt auch prächtig. Hier habt ihr über die besonderen Belege auf der Pizza: Kichererbsen, Spinat, Soße, Hummus. Da sind auch Zwiebelchen drauf auf jeden Fall. Also ich muss sagen, die kann man echt essen. Schmeckt auch nicht zu aufdringlich. Ich dachte vielleicht dieser Geschmack, dieser kräutermäßige Geschmack ist vielleicht richtig schlimm im Vordergrund geruckt, aber er hat trotzdem einen sehr sanften Geschmack, aber ihr schmeckt einzelne Sachen heraus. Der Boden ist schön, also ich kann mich nicht beschweren. Geschmacklich passt die. Probier die also mal. Wenn ihr 1 Million übrig habt, gebt euch mal den Ruck und gebt mal fast 4 € aus für diese Tiefkühlpizza. Ja, durch das viele Gemüse ist da trotzdem irgendwie eine sehr frische Note drauf vertreten. Finde ich also genial. Hätte ich nicht gedacht. Hat sich aber gelohnt. Zum Testen auf jeden Fall die Hummus Lava Pizza von Garden Gourmet. Wie gesagt, habe ich im Rewe gefunden. Wenn ihr mal im Rewe unterwegs seid, guckt mal, vielleicht findet ihr ja auch die Hummus Lava Pizza. Gönnt euch die mal, sagt mir mal eure Meinung dazu. Ich werde jetzt hier noch aufessen, gemütlich. Und weiter gucken, ob es irgendwelche interessanten Sachen gibt. Der Romantik, der will ja mal Burger sehen. Aber es gibt einfach keine Burger-Restaurants mehr hier. Ich muss schauen, wo ich Burger hernehmen soll. Oder Burger selber machen. Aber da fehlen mir auch die Ideen und das wird meistens nichts. Das war es trotzdem von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn ihr mal irgendwas testet von den ganzen Sachen, gebt ruhig mal Feedback, wie euch das so mundet. Haben ja schon ein paar Leute mal gemacht. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Okay, das war nicht. Das war einfach nur Aubergine ohne irgendwas. Du müsst wirklich das im Ganzen essen. Und sonst hat das keinen. Esst mehr Auberginen, aber esst was dazu. Dann passiert euch sowas nicht. Das war's von meiner Seite aus.